Danke für die schöne Einleitung. Es ist wirklich immer wieder schön, da zu sein, Krishona zurückzukommen. Und ja, so was man zusammen erlebt hat, genau im 89, hat jemand Claudia zu uns in die Jugendgruppe eingeladen. Ich dachte, sie ist neu, das ist eine Hübsche, wer ist das echt? Und dann im 94 sind wir für 2 Jahre auf dem Missionseinsatz mit Jugend mit einer Mission. Und dann haben die 2 Jahre nie aufgehört. Und jetzt sind wir seit 20 Jahren in der Welschen Schweiz, leiten das Zentrum dort in Châtel von Jugend mit einer Mission. Unsere Kinder sind noch daheim, alle 3. Der Älteste hat jetzt seinen Bachelor in der ETH abgeschlossen und ist sich jetzt am Fragen, und jetzt, was mache ich als Nächstes? Die Anja, dort in der Mitte, hat noch ihr letztes Jahr für Goldschmied, und Simea, zuvorderst, die Jüngste, hat jetzt gerade Berufsmatur und fragt sich auch, und jetzt, was mache ich? Also sind gerade ein bisschen an einer Crossroads, an einer Kreuzung. Ja, ich bin im März mal da gewesen für einen Missionsspot und dann sagt nachher jemand, ja, das war ein guter Teaser gewesen, jetzt möchte ich noch die ganze Botschaft hören. Dann dachte ich, okay, und habe jetzt in der Vorbereitung noch mal ein bisschen geschaut, was habe ich dort denn eigentlich gesagt, und es ist dort auch um Beziehungen gegangen. In Châtel, Jugend mit einer Mission, haben wir immer ein grosses Gemisch von Leuten, von Nationen, von Alter, von Hintergründen, verschiedene Sprachen. Es gibt immer eine interessante Auseinandersetzung, interessante Beziehungen, nicht immer einfach. Und weil wir ein Seelsorgezentrum sind, kommen dann auch viele Leute, die eben das suchen, die die Gemeinschaft suchen, die Stabilität suchen. Und was uns dann so im Zentrum beschäftigt, sind offensichtlich nicht technische Probleme und auch nicht der Klimawandel, sondern Beziehungen. Wie kann ich gesunde Beziehungen leben? Und dann, wenn ich angefragt werde zum Predigen, ist halt das einmal einfach zuvorderst in meinen Gedanken. Und ich merke auch immer wieder, wie viel das ich selber noch lernen muss. Das ist immer wieder die Herausforderung. Gerade letzte ist ein polnisches Ehepaar zu uns gekommen. Sie waren 3 Wochen verheiratet. Und dann sagt er so zu mir, kannst du mir helfen, wie ich meine Ehe leben kann. Ich hatte kein gutes Vorbild und daheim in meiner Familie. Und andere Ehepaare, die man so von außen sieht, kennen ja, die einzigen normalen Ehen sind die, die du nicht so genau kennst. Weil sobald du genauer drin siehst, merkst du, die haben alle ihre Schwierigkeiten. Aber wo redet man darüber? Und wo er mir sagt, ja, und wenn ich mit meiner Frau, wenn wir uns sogar einig werden, dorthin wollen wir, dann will sie da durch und ich will da durch und ich weiss nicht, wie wir uns finden können. Und ich habe dann so gedacht, ja klar, nichts einfacher als das. Trickschubladen auf, ein paar Patentrezepte und ist gut, oder? Einmal bei uns geht es nicht so. Ich weiss nicht, ob das bei euch funktioniert, ich bezweifle es. Im Alltag Beziehungen leben ist eine Herausforderung. Bei uns kommen auch immer wieder Leute erschöpft, Burnout, irgendwie überwältigt vom Leben. Und ein Burnout kommt ja nicht von zu viel Arbeit, sondern es hat zu tun mit der Identität, nicht können Nein sagen, über die eigenen Grenzen leben. Und dann kommt noch irgendein Beziehungskonflikt dazu und bumm, sagt der Körper, halt, Notbremse. Und dann, wie gehen wir mit dem um? In allem, was uns beschäftigt, es kommt immer wieder
irgendwie auf das, wie du gesagt hast, wenn wir auf 80 Jahre Leben schauen, was ist das Wichtigste gewesen? Gesunde Beziehungen. Bei uns in der Gesellschaft hat Materialismus und was wir erreichen im Leben einen höheren Stellenwert. Zu hoch, würde ich sagen. Und Gott ist aber vor allem ein Gott der Beziehungen. Und ich glaube persönlich, wenn Gott Materialist wäre und nur etwas hätte erreichen wollen, dann hätte er die Welt gemacht, so schön wie sie ist, aber hätte kein Mensch drin da. Und er bringt alles durcheinander. Macht Sachen kaputt. Und wenn wir bei uns im Leben schauen, wenn jemand im Zerbruch ist, wenn es nicht mehr funktioniert, der Anfang ist normalerweise ein Zerbruch in Beziehungen. Bevor ein Mensch scheitert im Leben, es fängt immer in den Beziehungen an, die nicht funktionieren. Und als Christen, glaube ich, sind wir uns alle bewusst, dass wir für die Welt ein Spiegel von Gott sein wollen. Wir wollen, dass wenn andere uns anschauen, dass sie wie einen Teil von Gottes Charakter sehen, einen Teil von seiner Persönlichkeit in uns. Und die Frage, wie sind wir das? Wie können wir für die Welt der Spiegel sein? Dass wenn wir uns anschauen, dass wir dann einen Teil von Gott sehen. Zwei Sachen, die grundlegend sind in dem, glaube ich, ist Offenbarung von Gottes Herz. Wir brauchen Offenbarung von Gottes Herz. Nicht nur vom Hörensagen, sondern nun hat mein Auge dich gesehen. So in dem Stil, wo man wirklich nicht nur über Gott weiß, sondern Offenbarung von seiner Güte hat. Ich traue mich fast nicht zu husten, so laut ist. Im Römer 2, Vers 4 steht, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Buße leitet. Und nicht sein Drohfinger. Und das ist für mich schon mal eine wichtige Offenbarung. Gottes Güte lässt mich ein zur Umkehr. Und die andere Offenbarung, die wir brauchen, ist die Offenbarung von meinem Herz. Da sieht es weniger gut aus. Jeremia 17, Vers 9. Das Herz ist ein trotziges und unheilbares Ding. Wer kann es ergründen? In der Christenheit. Danke, ja. Unter Christen ist viel Schaden angerichtet worden mit einem Bild von Gott als einem drohenden Gott, strafenden Gott. Und da kann ich mich auch fragen, für mich in meinen Beziehungen, habe ich eher eine strafende Haltung, wenn jemand einen Fehler macht, habe ich eher einen strafenden Ansatz oder einen vergebenden Ansatz. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie reagiere ich, wenn irgendein idiotischer Autofahrer direkt mir den Vortritt abschneidet, so gefährlich, will ich dann am liebsten so wie ein Kuhdraht in einen Stromstoß, zack, dass er es merkt, dass er es lernt. Oder bin ich eher eine vergebende Natur, wo dann der erste Gedanke ist, ich habe auch schon manchmal jemandem den Weg abgeschnitten. Und Gott ist eben nicht der mit dem Drohfinger. Gott ist anders. Er ist betrübt über unsere Sünde. Und Sünde hat seine Konsequenzen. Aber jetzt, wenn ich merke, dass ich in einem gewissen Bereich von meinem Leben am Säufutter essen bin,
dann kann ich umkehren und weiss, dass er mit offenen Händen mich erwartet. Und das ist immer so. Gott ist mit offenen Armen da. Und von dem her ist von Gott her der Weg zu einem erfüllten Leben und zu einer gesunden Beziehung offen. Und die Frage ist, warum ist es gleich so schwierig für uns, die gesunden Beziehungen zu leben? Wenn wir um uns herum schauen, technologisch machen wir enorme Fortschritte und im Sozialen relativ wenig. Es gibt auch Fortschritte. Zum Beispiel, wie man heute mit Behinderten umgeht, im Vergleich von vor 100 Jahren oder so, hat man schon gewisse Fortschritte gemacht. Und dafür in anderen Sachen Rückschritt, viel mehr Ehen, die auseinandergehen. Und es ist interessant, so in unserer Seelsorgeausbildung, wenn man so ein bisschen die Entwicklung schaut, dann sieht man, dass letztes Jahrhundert, in den 50er Jahren, der Optimismus, der da war, wo man im Technologischen enorme Fortschritte gemacht hat, neue Erfindungen und Krankheiten können bekämpfen, Impfungen entdeckt und alles. Und wo dann zum Beispiel der Skinner, ein amerikanischer Psychologe, ist so optimistisch gewesen, dass er gesagt hat, mit Verhaltensforschung kann man den Menschen so konditionieren, dass er sich richtig verhaltet. Und ein berühmter Satz von Skinner war, wir haben noch nicht gesehen, was der Mensch aus dem Menschen machen kann. Wir können ihn dazu bringen, so durch positive und negative Verstärkung, dass er sich richtig verhaltet. Das kennen wir alle. Wenn das Kinderzimmer aufgeräumt hat, gibt es eine Belohnung. Und, und bei einem Fehlverhalten gibt es eine Strafe. Oder? Das ist positive und negative Verstärkung. Und ein Stück weit kann man schon das Verhalten ein bisschen steuern durch das. Und das ist jetzt 70 Jahre her, seit sie das so eigentlich proklamiert haben. Dann sollte man doch jetzt langsam eine Veränderung sehen, oder? Wenn das würde funktionieren. Wo ist das Problem? Ich glaube, ein Teil ist eben die mangelnde Offenbarung von Gottes Herz. Kennen wir Gott wirklich? Intim, so wie er ist? Haben wir die Offenbarung, die mehr ist als nur ein intellektuelles Wissen? Sind wir da am Studieren, am Meditieren, am ihn suchen? Und kenne ich mein Herz? Oder kenne ich die Tiefe von meinem Herz, was da drin ist, meine Sehnsucht, mein Verlangen, meine Verletzungen? Oder bin ich so beschäftigt, dass ich gar nicht so Zeit habe, um mein Herz zu erforschen? Auch Nicht-Christen haben das entdeckt, dass eigentlich vieles von unseren Problemen aus uns herauskommt. Carl Gustav Jung nennt das zum Beispiel Schattenprojektion. Also das heisst, wir sehen in anderen oft unsere eigenen Schwächen. Oder wir projizieren in den anderen unsere eigenen Schwächen hinein. Und so in einer Gemeinschaft, in Schattelle, kann man das dann gut beobachten, wenn man einfach zusammen lebt, zusammen isst, zusammen Lobpreis macht, zusammen arbeitet. Und da kommt jemand neu in die Gemeinschaft und es ist schön und so. Und dann nach 2-3 Wochen fängt der Sonntags-Smile an zu verblassen und so die ersten Schwächen kommen zu führen, die vorher schön überdeckt waren. Und was ich dann immer so ein bisschen beobachte, ist, dass das, was uns im anderen am meisten ärgert, ist oft etwas, wo ich selber damit am Kämpfen bin. Nur bin ich mir das selber nicht so bewusst. Bei den anderen sehe ich das viel besser. Wenn jemand zu mir kommt und irgendwie sagt, der macht mich so verrückt, wenn er so ist, dann denke ich, ja, aber das machst doch du auch. Und dass zum Beispiel
die, die sehr verurteilend sind und recht viel Ärger noch in sich haben, überhaupt kein Verständnis haben für irgendwie den Ärger in jemand anderem oder den lauten Ton oder irgendeinen kleinen Wutausbruch. Oder haben wir einen gehabt, der sich gerne immer so ein bisschen von der Arbeit gedrückt hat und immer geschaut hat, wie er mit am wenigsten davonkommt. Und das war der Erste, der gesehen hat, der hat sich nur zweimal anstatt dreimal eingeschrieben fürs Essen. Das ist so unsozial. Einfach so, wie man im Anderen sofort die Schwächen sieht, die eigentlich etwas mit mir zu tun haben. Oder dann sagt jemand, ja, ich mit der kann ich irgendwie keine tiefere Beziehung haben, weil die hasst mich, die verurteilt mich immer. Und wo ich dann denke, ja, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Einfach so von außen gesehen. Wo man in den anderen das projiziert, wo ich eigentlich damit kämpfe. Und als guter Christ darf ich ja nicht den anderen hassen. Und wenn ich jetzt mir einrede, dass der andere mich hasst, dann habe ich kein Problem mehr, weil dann ist ja am anderen sein Problem. Und darum geht unsere Beziehung nicht. Und hat mir gerade gestern jemand gesagt, der Mensch hat eine unglaubliche Fähigkeit, sich selber zu belügen. Und das schaffen wir immer wieder. Und die Bibel sagt das in Matthäus 7, Vers 3 so. Was siehst du denn Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus dem den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, einen Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge. Danach besiehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wenn wir auf andere zeigen... ich habe gemerkt, dass ich nicht weitergeschaltet habe. Das ist eigentlich einfach zum Zeigen, die Beziehung. Und wenn wir auf andere zeigen, dann kennen wir alle, zeigen drei Finger zurück auf mich. Und darum, jede Fremdaussage ist auch eine eigene Aussage. Was ich am anderen kritisiere, kann ich mich gleichzeitig fragen, was sagt das über mich aus? Warum ärgert mich das im anderen? Wer bin ich? Schauen wir mal ein bisschen auf unsere Entwicklung. Wie in unseren Beziehungen, wie kommen wir an den Punkt, wo wir heute sind? Wir haben links oben das Kind und das Kind schaut auf die Eltern, auf die Autoritätsfigur. Wie lernt das Kind, wer es ist? Es lernt im Spiegel von den Augen von der Mutter, vom Vater, wer es ist. Und wenn das Kind irgendwie etwas macht und dann die Reaktion von der Mutter sieht, dann gibt ihm das ein gewisses Verständnis über, wer es ist. Ein kleines Kind hat ja noch keinen äußeren Maßstab oder Selbstwahrnehmung, ist erst am Wachsen. Ich habe gestern mit einem geredet, der hauptsächlich in einem Gebetsdienst arbeitet. Und ein Satz von ihm hat mich geprägt und da hat er gesagt, die wichtigste Aufgabe von einer Mutter im ersten drei Jahren, in den ersten drei Jahren vom Leben von einem Kind, ist ihr Kind anschauen. Der Augenkontakt. Und weil im Augenkontakt lehrt das Kind, wer es ist. Ob die Augen Liebe, Annahme vermittelt oder eben etwas anderes. Und dann tut es mir einmal weh, wenn ich sehe, jetzt irgendwie Mütter, da ihr Kind haben und da auf dem Telefon sind oder beim Stillen am Telefon, da ist das Kind oder einfach oder auch Väter oder so.
wenn man weiss, wie wichtig dass der Augenkontakt ist und wie in den ersten 4-5 Jahren sich die ganze Weltanschauung vom Kind eigentlich bildet. Wer bin ich? Wer ist die Welt? Ist die Welt ein gefährlicher Ort? Ist die Welt ein sicherer Ort? Bin ich geliebt? Bin ich gewollt? Und die Kinder sind sehr gute Beobachter, aber schlechte Interpreten, weil sie es noch nicht irgendwie an irgendeinem Standard messen können. Als Erwachsene können wir sagen, okay, das ist deine Sicht, ich habe eine andere Sicht, oder das ist dein Problem, das ist nicht mein Problem, das kann ein Kind noch nicht. Und darum ist das Kind in all dem sehr abhängig. Und was das Kind von der Autoritätsfigur lehrt, das projiziert man nachher auch auf Gott. Oder? Als Erwachsene, wenn das Kind Autoritätsfiguren als distanziert erlebt hat, sieht es nachher oft Gott auch distanziert. Und so hat das Kind dann entweder ja, das Bild von einem gegenwärtigen Gott oder einem abwesenden Gott, von einem strafenden Gott oder von einem vergebenden Gott. Und, oder von einem grosszügigen, gebenden Gott oder von einem fordernden Gott. Und was wir über das, was wir in der Kindheit erlebt haben, dann auf Gott projizieren, das, da brauchen wir Offenbarung, eben Offenbarung von Gottes Herz, wo wir merken, da ist Gott anders. Und das ist dann der dritte Pfeil, wo wir das richtig aktiv suchen müssen. Und nicht nur im Kopf dann wissen, dass ich wertvoll bin. Und wie schwierig das ist, habe ich gerade letzte wieder erlebt. Wir sind als Familie mal im Einsatz in Rumänien und haben auf dem Heimweg von der Ferien die Leiterin von Rumänien getroffen, die ist jetzt in Schweden geheiratet. Und dann hat sie uns auch wieder von einem jungen Mann erzählt, einem Zigeuner. Wir haben dort in unserem Einsatz vor allem unter den Zigeunern gearbeitet. Und dann hat sich dort einer von diesen jungen Männern, Zigeuner, bekehrt und hat sich sehr verändert. Wirklich ist verantwortungsvoll geworden, hat mitgeholfen, wenn es da Weihnachtspäckli-Aktion gehabt oder irgend so etwas, ist immer dabei gewesen, sehr aktiv gewesen in der Kirche. Und dann hat sie gefunden, sie wollte dem helfen, einen Job zu finden, weil Zigeuner sind die meisten Analphabeten, nie in der Schule gewesen, nie etwas gelernt und dann ist es nicht einfach. Und dann hat sie durch ihre Beziehungen dem einen Job verschafft und der hat richtig gut geschafft. Für die ganze Zigeunergemeinschaft ist das wie so ein Vorbild geworden. Einer von uns, der auch nicht lesen kann und auch nichts gelernt hat, hat einen Job und hat einen kleinen Lohn, hat einen Kühlschrank können kaufen für seine Kinder, für seine Familie, hat können Kleider kaufen und nicht nur die ausgetragenen Schuhe der Schweizer müssen tragen. Und dann, eines Tages, ist ein Zigeuner gestorben. Alle sind an die Beerdigung gegangen und er hat nicht dürfen gehen, weil die Chefin gesagt hat, es tut mir leid, an dem Tag, ich brauche dich. Ich habe niemanden anders, der deine Arbeit machen kann. Und dann hat er gesagt, dann könnte ich halt. Was ist in dem Moment passiert, in dem jungen Mann? Er hat sich in dem Moment nicht als privilegiert gesehen. Ich habe einen Job, ich habe eine feste Stelle. All meine Kollegen, die an das Begräbnis können, sind immer so ein am Umjobben. Und heute haben sie vielleicht eine Arbeit und morgen nicht. Und die können sich die Freiheit nehmen. Aber ich habe das Privileg, ich habe ein festes Einkommen. Nein, er hat das gesehen, wo er aufgewachsen ist damit. Als Zigeuner komme ich zu kurz. Die anderen können, ich kann nicht. Und
Und da hat er gefunden, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich will nicht immer nur der sein, der zu kurz kommt. Und er ist gegangen an diese Beerdigung. Und die Chefin hat ihm klar gemacht, wenn du gehst, dann entlasse ich dich. Er ist gleich gegangen. Schon am Abend hat es ihn gereut. Und dann ist er betteln, ob er wieder arbeiten kann. Er hat gesagt, sorry, hat er es gesagt. Und ja, ich finde schon wieder eine Stelle. Monatelang gesucht, keine Stelle gefunden. Und dann ist er ganz demütig ist er wieder gekommen zu unserer Freundin da und gesagt, hilfst du mir noch mal? Dann hat sie gesagt, ja, aber das letzte Mal. Sie hat ihm wieder eine Stelle gefunden, hat er wieder angefangen zu arbeiten, bis wieder etwas passiert ist. Und zwar hat er in einer Gäuserei gearbeitet und dann eines Tages hat der Chef ihm gesagt, schau, du kannst heute hier am Ofen, am Schmelzofen, wo das Zeug rauskommt, musst das machen. Und das ist sehr eine unangenehme Arbeit. Und das hat bis jetzt einer gemacht, der aus seiner Sicht weniger qualifiziert war. Und jetzt muss er dem seinen Job machen, dem den unqualifizierten, dreckigen Job. Und dann hat er gefunden, dann ist wieder, kommt wieder der Zigeuner auf, oder? Wo immer den anderen muss zuschauen muss. Die anderen können sich ein Glas kaufen und ich kann nicht. Die anderen können spielen und ich nicht. Und die anderen haben das Auto und ich nicht. Und dann hat er gefunden, ich mache doch nicht dem seine Dreckarbeit. Ich bin doch nicht immer der Unterhund, das mache ich nicht. Dann hat er seine Stelle wieder verloren. Und dann war wieder daheim gewesen. Und dann, was ist dann passiert? Dann sein kleiner Bruder geht jeden Morgen an die Arbeit und kommt zu Abend heim. Und dann hat ihn das jeden Tag mehr anfangen, dass er, der grosse Bruder, keine Arbeit mehr hat, keine findet. Und der kleine Bruder hat eine. Und dann kommt die ganze Scham auf, die ganze Eifersucht, wo er als Zigeuner schon das ganze Leben damit aufgewachsen ist. Dann hat er irgendeine riesige Szene veranstaltet und ist mit der Polizei aufgefahren, beim Bruder am Arbeitsplatz und hat geschaut, dass der seine Stelle verliert. Und einfach, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber wie solange alles gut geht, hat er können quasi in seiner neuen Identität leben. Und wenn dann irgendetwas kommt, das die alten Verletzungen berührt, dann kommt das alte Verhalten wieder führen. Und das ist etwas, was ich bei mir, bei uns allen, immer wieder entdecke. Und zwar, das ist aus einem berühmten amerikanischen Comic, Pogo. Wir haben den Find getroffen, der Find sind wir. Und in Beziehungen bin ich mir oft mein eigener grösster Find. Ich erschwere mir das Leben mit meinem Verhalten, mit meinen Entscheidungen, mit meinen Überzeugungen. Kennt wahrscheinlich den Spruch, wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück. Und so wie ich auf andere zugehe, holt das entweder das Beste aus dem anderen raus oder das Schlimmste. Ich sehe das immer wieder in Konflikt, wenn jemand kommt zum Beispiel und sich beklagt über eine andere Person, wie die ihr unmöglich gegenübertritt, dann denke ich, aha, aber mir tritt sie anders gegenüber. Oder einfach so, wo man merkt, eben, wie ich in den Wald rufe, so tönt es zurück. Und wo ich mich dann fragen kann, bin ich jemand, der das Beste aus dem anderen rausholt oder eben das Schlimmste? Und auch da wieder, der Mensch hat eine unglaubliche Fähigkeit, sich selber zu belügen. Dass, wenn es nicht funktioniert, dass ich dann den Splitter im anderen sehe und es ist so schwierig, meinen eigenen Balken zu sehen und Verantwortung übernehmen für mein eigenes Verhalten, für meinen Teil, wo ich zu diesem Konflikt beitrage. Und ein Freund hat mal Predigt gehalten über den Kuhschwanz. Ein Kuhschwanz zeigt nach oben.
Und wir in unserem Leben müssen Kuhschwanzreise machen. Nach oben. In die Tiefe vom Herz, in die Stille, in die Ruhe. Und er hat dann so gesagt, er vertraue keinem Menschen, der nicht ruhig sein kann, der nicht still sein kann vor Gott. Weil wenn einer das nicht kann, dann hat er normalerweise sehr wenig Eigenreflexion und wenig Verständnis von seinen Schwächen, von seiner Art, wie er überkommt. Und in der Seelsorge ist schön zu sehen, wenn jemand das ernst nimmt und wirklich in die Ruhe hineinkommt, in die Stille vor Gott und die Offenbarung von Gottes Herz sucht und die Offenbarung von seinem eigenen Herz, dann plötzlich passiert etwas. Und dann gibt es Veränderungen, dann gibt es Durchbrüche. Aber es ist wirklich, es kommt nicht von selber. Es braucht eine willentliche Entscheidung und die Anstrengung, zieht sich nehmen für die Kuhschwanzreise in die Tiefe. Alle Menschen wollen gesund sein, wollen frei sein von Schmerz. Und das heisst aber nicht, dass sie dann automatisch auch bereit sind, sich selber zu verändern. Und solange ich gefangen bin in meinen Lügen, in einem verzerrten Bild von Gott und in einem verzerrten Bild von mir selber, verändert sich nichts und wiederholen sich die gleichen schmerzhaften Muster immer wieder in meinem Leben. Solange die anderen Menschen und die Umstände schuld sind an meiner Situation, solange bin ich ihnen ausgeliefert und bin abhängig davon, dass sich der andere verändert oder die Umstände verändert, dass es mir besser geht. Wie kommen wir da raus? Freisetzung durch Vergebung. Der erste Schritt ist immer Umkehr. Und jetzt sehe ich gerade, das hat es irgendwie nicht aufs Slide genommen. Dort beim viel links, so gegen oben, steht Demut, Buße. Der erste Schritt ist immer eine Umkehr, eine Richtungsänderung und den Fokus ändern. Wenn ich zum Beispiel jemandem grolle, Bitterkeit habe gegenüber jemandem, dann wird ich dieser Person ähnlich. Und das ist schwierig, das zu akzeptieren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn ich etwas liebe, etwas gern habe, bewundern und gerne eine gute Beziehung haben zu der Person, dass ich dann der ähnlicher werde. Das finden wir nicht so schwierig zu glauben. Aber dass, wenn ich jemanden hasse und bittere Gedanken habe gegenüber dieser Person, dass ich dann auch der ähnlicher werde, das wollen wir nicht wahrhaben. Aber es ist so. Ob ich jetzt positive Energie in Anführungszeichen, oder negative Gedanken und so haben gegenüber dieser Person. Beides ist ein starker Fokus auf dieser Person und dann werde ich dem ähnlicher. Und das, wenn wir Gott wollen, als Fokus haben und ihm ähnlicher werden, dann geht das nur durch Buß und Demut. Ah ja, danke, jetzt ist es gekommen. Hätte ich müssen nochmal klicken. und dann kann sich das ändern, dass ich ihm ähnlich werde. Also die Dynamik ist immer nicht nur horizontal, der menschliche Fokus, sondern muss immer auch vertikal sein. 1. Johannes 4,20 sagt, wir können nicht Gott lieben und unseren Bruder hassen. Wir können nicht in einer
horizontale, negative Beziehung war und vertikal ist alles in Butter. Mir wird immer mehr bewusst, wie diese drei Beziehungen einfach untrennbar verbunden sind. Das Bild habe ich wahrscheinlich auch schon mal gezeigt. Und in unserer Gesellschaft, wo man das so aufgeteilt hat, oder? Ich, für mich muss es stimmen, sehr individualistische Gesellschaft und dann der andere gegenüber. Man hat nicht mehr das Engagement, zum Beispiel in der Ehe, wo man einfach sagt, also jetzt so im Globalen gesehen, das muss fürs Leben haben, sondern so ein bisschen der Lebensabschnitt, Partner, dort ist schon rechte Trennung und dann mit Gott auch. Sogar bei Christen sehen wir immer wieder, dass Gott wie so ein Werkzeug ist, wo man nimmt, wenn man es braucht. Und dann, wenn man es nicht mehr braucht, legt man es wieder auf die Seite, weil dann habe ich einen Haufen anders und mein Leben ist voll und dann plötzlich kommt wieder etwas, jetzt brauche ich Gott wieder und dann nehme ich ihn wieder. Und so die Trennung bringt Zerbruch. Und wenn man die Gesellschaft als Ganzes anschaut, sieht man das ja ganz deutlich, oder? Wie immer mehr Orientierungslosigkeit kommt. Die ganze Idee von dieser Gender Fluidity, das kann man nur auf diese Idee kommen, wenn man eben vom Schöpfer losgelöst ist, wenn ich ein Produkt vom Zufall bin, wenn ich auf mich allein gestellt bin. Und Gott, wo ein Gott von der Beziehungen ist und uns geschaffen hat für die Beziehung mit ihm und den Nächsten wie dich selbst, oder? Dann sieht man, die drei, die kann man nicht trennen. Das ist alles im gleichen Vers. Und das, die Offenbarung, die muss wachsen in uns. Und Beziehung, wo wir haben mit Gott, mit den anderen und uns selber, das gibt uns den Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Das ist das, was ewig bleibt. Das ist das, was uns trägt. Und jeder muss wie für sich zu dieser Offenbarung kommen, ich bin der einzige Mensch im ganzen Universum, den ich verändern kann. Und darum mal aufhören, an den anderen herumzunörgeln, zu kritisieren und die drei Finger hier anschauen, wo kann ich mich verändern, dass ich jemand bin, der das Beste aus dem anderen herausholt? Und wie kann ich einfach die Kuhschwanzreise in die Tiefe, in die Stille mit Gott, wo ich einmal einfach nur zuhöre, stille bin? Und ich sage das als Erste zu mir, das fällt mir unendlich schwer. Und wir haben richtig, bei uns im Zentrum ist der Mittwoch, der Gebets- und Fastentag. Und da muss ich mich einschreiben und das haben wir so organisiert, dass man sich einschreiben kann. Dann und dann bin ich in unserer Chapel, Kapelle, im Gebetsraum. Und wenn ich das nicht in der Agenda einschreibe und dann habe ich einfach Zeit und das Natel ist auf Flugmodus und so, dann geht es nicht. Ich muss mir die Zeit richtig einplanen und ich arbeite gern. Mir ist langweilig, wenn ich nichts arbeiten kann. Und darum, so Kuhschwanzreise, da muss ich mich fast ein bisschen zwingen dafür, regelmäßig mir Zeit zu nehmen. Ich weiss nicht, wie es euch da geht. Und einfach, um noch viel mehr zu lernen, was das heisst, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Leben ist nicht immer einfach, aber wie kann ich aus dieser Stille heraus, aus dieser Offenbarung von wer Gott ist und wer ich bin, das tiefste innen herausleben? Ähm,
Ich lese den Vers von Kolosser 1,27 aus der Hoffnung für alle. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Das ist die Aufforderung. Nicht so voll beschäftigt, nicht so oberflächlich durchs Leben zu gehen, sondern der Fokus auf ihn, ihm ähnlicher werden. Und ich wünsche euch, dass ihr in den nächsten Wochen euch so Zeiten freischaufeln könnt für eine kleine Kuhschwanzreise.